Tag mit der Großtierärztin. Hi Leute, das hier ist die Leni und die Leni kriegt gleich ein Kalb. Aber mit der Leni jetzt in eine Tierarztpraxis fahren? Fehlanzeige. Neben Hund und Katze ins Wartezimmer? Nee. Deswegen hat der Johann die Melli angerufen. Die Melli ist Großtierärztin für Nutztiere und kommt zu Patientinnen, wie die Leni eben eine ist, nach Hause. Und ja, es geht jetzt gleich los. Ich muss da, glaube ich, mal mit dazuschauen. Aber jetzt erstmal alles von vorne. Ich darf heute Großtierärztin Melina begleiten. Eigentlich sollten wir hier bei Landwirt Johann ein Kalb behandeln, aber dann hat sich dieser Notfall vorgedrängelt. Servus, Melina. Servus. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hast du heute mit dabei? Ja, das ist die Pia, die hilft mir ein bisschen. Genau. Okay, gut. Keine Zeit für große Erklärungen, denn hier kriegt eine Jungkuh gerade ihr erstes Kalb. Und so ganz reibungslos scheint es nicht zu laufen. Zur Info, die Füße haben schon ausgeschaut vorher, jetzt ist es aufgestanden und jetzt haben sie wieder reingegangen, gell? Okay. Wenn die Geburt so lange dauert, kann es gefährlich werden für Mutter Leni und ihren Nachwuchs. Immer wieder sind die Füße zu sehen. Und dann verschwindet das Kalb doch wieder ganz im Bauch der Mutterkuh. So, Muckilein. Melli ist gefragt. Und ich darf auch mithelfen. Indem wir dem Kalb Stricke um seine Vorderfüße legen, können wir die Geburt sanft beschleunigen. Okay, also wenn sie drückt, ja, dann kannst du einen leichten Zug geben. Okay. Und ich schaue jetzt mit der Hand innen, dass der Kopf auch richtig mitkommt, ja? Ja. Okay, also. Jetzt. Wenn sie drückt, genau. Okay. Gut. Das sind jetzt schon die Vorder. Das sind die, jetzt kommt da der Kopf. Da ist die Zunge. Ja. Jetzt sind wir wieder drin. Ja. So ist Geburt. Ja. Sah gerade schon aus, als wäre es gleich da. So kann das noch eine ganze Zeit lang weitergehen. Gerade kann ich also gar nichts helfen. So Leute, das dauert hier jetzt noch ein bisschen, aber für euch gibt es jetzt schon mal die Quizfrage. Wie viel Liter Blut pumpt eine Kuh durch ihren Euter, um einen Liter Milch zu produzieren? Antwort A, 50 Liter oder Antwort B, 500 Liter. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende und für euch gibt es jetzt schon mal ein paar Infos. Tierärztinnen und Tierärzte spezialisieren sich auf einzelne Tiergruppen. Kleintierärzte behandeln Haustiere wie Hunde, Katzen oder Meerschweinchen. Dazu kommen die Besitzer mit ihren Tieren in die Praxis. Es gibt aber auch Großtierärzte. Bei ihnen können die Tiere nicht in die Praxis gebracht werden, deshalb fahren sie direkt zu ihren Patienten. Melli behandelt Nutztiere, also zum Beispiel Ziegen, Schafe, Alpakas und Rinder. Bei den vielen Rindern hier im Umkreis hat sie ordentlich zu tun. Denn auch sie werden mal krank. Melli muss aber auch schauen, dass während der Trächtigkeit und Geburt alles gut geht. Kälber können wie Menschenkinder Durchfall oder Erkältung bekommen. Großtierärztin Melli behandelt auch Verletzungen oder Entzündungen. Wenn sie zu Schafen oder Ziegen gerufen wird, dann meist, weil sie Würmer oder andere Parasiten haben oder weil ein Tier Fußweh hat. Alpakas bekommen oft Hauterkrankungen oder haben Verdauungsprobleme. Wenn ein Anruf kommt, weil ein Tier starke Schmerzen hat, müssen Großtierärztinnen und Ärzte wie Melli so schnell wie möglich hinfahren. Das kann auch nachts oder am Wochenende sein. Ihr Auto ist vollgepackt mit Medikamenten und medizinischen Geräten. Melli hat sozusagen ihre Praxis mit dabei. Eben weil sie auf alles gefasst sein muss. Jetzt muss es bei Leni jeden Moment soweit sein. Gleich haben wir's, gell, Mädel. Na komm. Gleich hat das geschafft. Okay, jetzt. Pass auf. Oh. Okay, warte. Jetzt ist der Punkt, wo wir nach unten ziehen. Ja, noch nicht. Dann komm. Genau, und? Ja, sauber. Zieh an. Noch nicht. Oh, jetzt hat sie sich wirklich. Sehr gut. Einfach ziehen. Okay, der Johann hilft. Ja. Das passt alles. Alles gut. Atmen, Schatzi, atmen. Ja, jawohl. Oh, super. Sehr gut. Nice. Ja. Genau. Einmal normalerweise den Mund nochmal kontrollieren, aber da ist nichts drin. Die Nasen sind auch alles frei. Alles frei. So. Mama Leni ist schon wieder aufgestanden und erstmal zum Fressen gegangen.
Es mag aufstehen, ja. Nach nur 10 Minuten versucht jetzt auch das Kälbchen zum ersten Mal auf die Beine zu kommen. Leni und ihrem Neugeborenen geht's gut. Ein Satz erledigt. Boah, Leute, das war jetzt echt eine richtig schöne Aktion, oder? Wir lassen sie jetzt auch mal ein bisschen alleine, dann können sie sich beschnuppern. Aber der Johann hat nämlich eigentlich wegen jemand ganz anderem angerufen. Johann, wegen wem denn? Ich hab die Melli angerufen, weil wir ein Kalb haben, das jetzt 2 Tage alt ist. Ja. Und das hat eine Röchelatmung und das darf ich mir gerne anschauen mit euch. Ja, dann schauen wir gleich, oder? Genau. Dann geht's mit mir. Packen wir's. Beim Stichwort Röchelatmung weiß Melli, es geht um die Lunge. Da Pia sind die ganzen Kälber untergebracht bei uns. Ja. Und das ist der Fall, um den es geht. Jetzt muss man erst mal dran gewöhnen, dass wir da sind. Ja. Also als erstes mal höre ich mir die Lunge ab. Ja. Man hört es ein bisschen röcheln. Okay. Also so ein. Kannst du mal hören? Ja, gerne. Wenn du magst, so rum rein in die Ohren. Ja. Das Herz hört ganz, ganz laut. Warte, das hört man da noch besser hier. Genau, da ist ein bisschen aufgeregt. Ja, der ist ganz schnell. Ja, und die Lunge ist hier oben. Weißt du es? Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist wie so ein Rasseln ein bisschen. Genau. Angeschaut werden die Tiere immer komplett. Dazu gehört auch Fiebermessen. Unser Kalb hat zum Glück kein Fieber. So, Pia. Jetzt kannst du mir einen Gefallen tun, wenn du magst. Jetzt darfst du Eselin aufziehen. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich bin gelernte Krankenschwester. Mit Spritzen kenne ich mich aus. Was? Echt jetzt? Ja. Ich habe mir vorhin schon gedacht, irgendwie das. Du hast so gewusst, was du machst. Ja. Ach krass, ja, das habe ich echt. Ja, ja, Wahnsinn. Da kenne ich mich ein bisschen ja, aus. Ja, super, dann kann ich ja ruhigen Gewissens dich das jetzt machen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das Kalb hat nur ein bisschen Schleim in der Lunge. Dagegen gibt ihm Melli ein Medikament, das den Schleim löst und ein weiteres zur Stärkung. Super. Dann haben wir eins fürs Maul und eins zum Spritzen. Alles klar. Wir tauschen einmal. Jawohl. Das darfst du machen, das mache ich. Sehr gut. Und Finger mit rein auf der Seite. Wenn ich dir was halten helfen soll. Aber sehr gut. Super. Und jetzt schlecken lassen. Joi. Genau. Ja, gut, dass du das gemacht hast. Nein, lieber noch unter die Haut. Spritzen finden auch Kälbchen doof. Ist schon drin. Ist schon drin? Ja. Das war's schon. Das war's schon. Sehr gut. Dem Kälbchen wird es jetzt schnell besser gehen. Melli hat sich auf Nutztiere spezialisiert und meist sind ihre Patienten Rinder. Denn vor allem die sind es, die uns Menschen nutzen. Zum Beispiel, weil sie viel Milch geben. Ja, Melli, die Leni hat jetzt ja ihr Kalb bekommen. Das heißt, dass die ab jetzt eigentlich Milch gibt, oder? Genau. Also mit der Geburt geht auch dann der Milcheinschuss los. Mhm. Dann geben sie erst ein paar Tage noch das Kolostrum. Also das ist diese dicke Muttermilch, die melkt man jetzt noch nicht ab als Landwirt. Ja. Aber ab einer gewissen Zeit melkt der Landwirt sie für uns. Ja. Genau, dass wir die Milch im Kühlschrank haben. Und wie viel Milch kann so eine Kuh am Tag produzieren? Die können bis zu 30 Liter, können die schon geben. Was? Also 30 Flaschen voll. Was für eine unglaubliche Leistung. Ein Tierpfleger hat ebenfalls heute früh bei Melli angerufen, weil einer seiner Schützlinge Schmerzen hat. Nächster Stopp auf unserer Route ist daher der Gnadenhof Chiemgau. Hallo. Hallo. Du hast der von Liebkocht. Ja. Ich bin die Pia. Hi. Hi, begleitet mich heute. Grüß dich, Maxi. Und du schaust heute genau. zu. Genau. Ist dabei. Ja. Das ist meine rechte Hand. Ja. Herein, kann man immer gebrauchen. Erzähl, dem Bock geht's schlechter? Dem geht's halt schlechter, ja. Okay. Er hinkt ziemlich heute. Oh je. Darum haben wir auch gleich angerufen. Ja, das war gut. Dann schauen wir noch mal drauf. Das ist der Moritz. Ja. Ja. Von einem Bein aufs andere. Uiuiui. Ui, ui. Der entlastet die Füße. Ja. Magst du mir mal schnell rausholen? Dann schauen wir uns noch mal an. Und wann war die letzte Schmerzmittelgabe? Die ist jetzt ungefähr eine Woche her. Ah, okay, ja, dann können wir schon noch mal. Das tut dir alles weh, hm? Jetzt hast du Angst, genau, gell? Genau, Schnecki. Ich taste mir die Gelenke durch und da merkt man schon, wie es kracht. Und das hörst du auch? Ja. Genau. Das ist ein bekannter Patient bei uns, der hat Arthrose. Das ist einfach, das ist schon ein bisschen älter. Und das sind einfach Schmerzen in den Gelenken, altersbedingt. Heilen kann man Arthrose leider nicht. Da helfen nur Schmerzmittel. Davor nimmt Melli dem Bock Moritz aber noch Blut ab, um zu sehen, ob sonst alles in Ordnung ist.
Also der hat fast nicht gezuckt. Das war jetzt ja nicht ganz so schlimm für ihn. Voll. Pia, dann ziehst du mir jetzt 0,5 ja von dem Schmerzmittel auf. Alles klar. Genau. Perfekt, vielen Dank. Gerne. So, jetzt darfst du dich nicht wundern, Pia, manche Ziegen, die schreien immer ganz fürchterlich, wenn man sie spritzt. Ja? Ja, das, also die tun immer so, als ob sie sterben, aber sie sterben nicht. Okay, erschrecken sich sie halt. Sie erschrecken sich ja halt, ja. Manche machen das auch ganz, ich weiß jetzt nicht, wie er drauf ist heute. Genau, hast du ihn? Mhm. Ja. Ah, der hat das jetzt gut gemacht. Schau, top. Ja, ist schon drin. Du bist ein ganz guter. Toll hast du das gemacht. Genau. In einer Viertelstunde wird das Schmerzmittel wirken. Der letzte Termin heute ist bei den Alpakas von Julia. Hereinspaziert. Dankeschön. Tristan hat sich vielleicht Milben eingefangen. Das sind Schmarotzer, die die Haut befallen. Er ist Mellys erster Patient hier. Oh ja, du weißt jetzt schon, gell? Jetzt kommt die Tante wieder und will was von mir. Genau, und der hat eben da so. Genau, ja. Aha. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Und deswegen also, nimmt man jetzt auch da. Genau, lang mal da drüber. Du darfst da mal drüber lang. Merkst du das? Ah, ja. Diese Bobberl. Ja, ja, voll. Von der Stelle nimmt Melli jetzt eine Hautprobe fürs Labor. Also Alpaka können treten. Mhm. In alle Richtungen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Deswegen bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen vorsichtig gewesen. Aber die sind ziemlich entspannt gerade, oder? Ja. Brave Tiere. Brav. Hast sie gut erzogen. Ja, das stimmt. Tristan hat sich wahrscheinlich bei einem Stallkollegen mit den Milben angesteckt. Dann ist der Tristan fertig, oder? Genau, der darf schon wieder gehen. Frodo bekommt jetzt eine Milbenspritze. Der merkt schon, dass was nicht stimmt, gell? Wie heißt der? Das ist Frodo. Frodo. Hallo, Mr. Frodo. Und der hat es hier am Maul ganz krass. Ah ja, ich sehe es hier, ja. Genau, das sollte er nicht haben. Alles klar, ich spritze den. Gleich. Kann ich irgendwas machen oder nee, vor der weggehen? Ja, genau. Er spuckt. Okay, da gehe ich in Deckung. Okay, Achtung. Stich. Ich habe eine dünne Nadel genommen, deswegen. Genau. Super. Gut gemacht, Bruno. Wenn das Labor herausfindet, dass Tristan Milben hat, bekommt er auch noch so eine Spritze. Melli ist für heute mit der Arbeit fertig, wenn nicht noch ein Notfall kommt. So, Leute, Feierabend. Aber noch nicht ganz. Die Quizfrage steht ja noch aus. Ich wollte vorher von euch wissen, wie viel Liter Blut pumpt eine Kuh durchs Euter, um einen Liter Milch zu produzieren? Antwort A, 50 Liter oder etwa Antwort B, 500 Liter. Na, Melli, was ist richtig? Es ist Antwort B tatsächlich. 500 Liter? Ja, für einen Liter Milch. Das ist echt ganz schön viel. Das ist richtig viel, ja. Wow. Krass, Leute, oder? Das war echt ein richtig spannender Tag heute bei Melli. Hättet ihr nicht auch Lust auf den Job? Nutztierärzte und Ärztinnen werden nämlich immer gesucht. Aber einen Tipp habe ich für euch. Wenn ihr zu den Tieren rangeht, dann zieht euch Matschklamotten an. Und ich glaube, ich könnte auch eine Dusche gebrauchen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.